Irgendwie ist die Bestellung scheinbar nicht durchgegangen. Hat aufgehört? Na also, bitte. Ja, vielleicht haben Sie es doch gehört. Okay. Zuerst mal guten Morgen, herzlich willkommen auch von mir. Das Kandidatenduell. Haben Sie es gesehen? Wie lange haben Sie darauf gewartet, dass endlich die Freihandelsabkommen von den Moderatoren thematisiert wurden, bevor Sie umgestaltet haben? Nein, Sie haben danach nichts verpasst. Das Thema kam nicht. Warum nicht? Ich denke, weil weder die Kanzlerin noch der Herausforderer sich mit so etwas die Finger schmutzig machen wollten oder gar in Verlogenheit, Verlegenheit, also in Verlegenheit gebracht werden wollten. Weiß nicht, wie man das jetzt rausrutscht. Mal ernst. Was ist das für ein Duell, wo sich die Kandidaten die Fragen raussuchen dürfen? Antwort, es ist gar kein Duell, sondern es ist ein Streichelzoo. Oder anders, ich sag's mal brutal und deutlich, so wie es das Volk sagt, Publikumsverarschung. Oder auch Publikumssedierung. Und genau das ist die Strategie der Kanzlerin. Und ganz offensichtlich auch des Herausforderers. Leute einschläfern. Früher Brot und Spiele. Das heißt, Leute ablenken. Heute Leute einschläfern. Übrigens genau das, was die Pharmaindustrie auch am besten kann. Sedieren. Alles ist gut. Alles wird gut. Deutschland geht's gut. Schlaf gut, Deutschland. Gute Nacht. Und morgen, wenn du aufwachst, dann wachst du in einer ganz anderen Republik auf. Aber das braucht dich jetzt nicht zu interessieren. Lass uns mal machen, wir machen das gut, schlaf gut, fühl dich wohl, auch im Wahlkampf, Mutti sorgt schon für dich. Es gibt ein urprotestantisches Kirchenlied, die Atheisten unter uns mögen mir jetzt verzeihen, ein wunderschönes Lied. Wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Nein, das ist weder nationalsozialistisch noch national, sondern es ist einfach das, was es sagt, nämlich ein Weckruf. Aufrütteln wollte dieses Lied. Es gehört wieder ausgegraben. Wach endlich auf und sieh, wohin dein Schiff treibt. Nämlich auf dem Abgrund, so auf dem Wasserfall zu. Wir haben Wahlkampf. Und es muss endlich zum Kampf um unsere Rechte werden. Zum Kampf für unsere Bürgerrechte. Die Rechte, das heißt unser Recht auf Demokratie. Und Demokratie heißt Volksherrschaft. Und was nützt uns unser Recht auf Wahlen, wenn diejenigen, die wir wählen, durch die Bestimmungen der Freihandelsverträge schließlich gar nichts mehr zu entscheiden haben. Denn was ist, wenn durch die regulatorische Kooperation ein noch nicht näher bestimmtes Gremium, das weder Teil von Deutschland noch Teil der EU ist, bei allen zukünftigen Gesetzesvorhaben erstmal schnell darüber entscheiden muss, ob es ein eventuelles Handelshemmnis darstellen kann. Und dann findet es deswegen eben nicht den Weg in die Gesetzesfindung. Unsere Abgeordneten kriegen das dann gar nicht erst zu sehen. Das wird schon vorher kassiert. Oder wenn von vornherein absehbar ist, dass ein eventuell neu einzubringendes Gesetz zum Umweltschutz oder Verbraucherschutz zu Millionen und Milliarden Klagen durch ausländische Unternehmen führt, was wir dann als Steuerzahler bezahlen müssen und was dann auch nicht mehr dem Sozialstaat zur Verfügung steht, logischerweise, dieses Gesetz wird dann auch nie kommen. Und wenn es noch so gut ist. Und wenn Standards nur noch in eine Richtung geändert werden dürfen, nämlich nach unten, welche Entscheidung haben dann unsere Volksvertreter überhaupt noch? Aber auch zum Kampf um die Rechte anderer, vor allem der Entwicklungs- und Schwellenländer, die Rechte auf ein faires Handeln in der Wirtschaft. Wir dürfen nicht mehr schweigen und wir haben schon viel zu lange geschwiegen, wenn die EU, das sind wir, wieder ein afrikanisches Land in ein EPA, Economic Partnership Agreement, das in die Freihandelsabkommen mit afrikanischen Staaten vor allen Dingen, hineingetrieben haben. Auch dafür müssen wir unsere Stimmen erheben. Und wir müssen unsere Stimmen erheben zum Kampf um das Recht der Umwelt, fair und schonend von uns behandelt zu werden. Wenn zum Beispiel CETA dazu führt, dass wir schmutziges Öl aus den Teersinken Kanadas geliefert bekommen, oder einfach, wenn dadurch die Transporte hin und her über die Ozeane noch weiter angetrieben werden. Und die Rechte unserer Kinder und Enkel auf eine lebenswerte Zukunft, die wir da gerade mal mitverfrühstücken. Und das sind genau die Rechte,
die uns mit dieser Einschläferungspolitik genommen werden sollen. Wir sollen schlafen, damit wir es nicht merken, wenn am 21. September, drei Tage vor der Wahl, uns mit dieser vorläufigen Inkraftsetzung von CETA Rechte entzogen werden. Aber das gehört auf die Tagesordnung, das gehört ganz laut gesagt, was da passiert, wenn hier eben drei Tage vor der Wahl Fakten geschaffen werden und das Schaffen dieser Fakten im Zuge der Wahlpartys untergehen soll, damit wir nichts merken. Wie bei der WM hatten wir auch schon, ne? Damit wir nichts merken. Und deswegen sagen wir es jetzt, schaut drauf, schaut genau hin und sprecht laut aus. Wir merken uns, wer da mitgemacht hat, bei der Abfassung, bei der Zustimmung zu diesem Freihandelsabkommen und jetzt eben besonders bei CETA. Wir merken uns, wer da dafür ist oder auch, wer sich nicht entschieden dagegen stellt und uns verspricht, dass er die Ratifizierung verweigern wird. Es darf nun kein Weiter-so mehr geben. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Das ist jetzt genau 20 Jahre her, seit das der damalige Bundespräsident Roman Herzog gesagt wird. Wann kommt er denn endlich, dieser Ruck? Wann, wenn nicht jetzt, zu dieser Bundestagswahl? Es geht um Freihandelsabkommen, es geht um Inhalte, darum, dass wir begreifen, dass das ist das trojanische Pferd. Und wir sind gerade dabei, es in unsere Stadtmauern zu zerren. Mitten in unsere Stadt, auch unsere Stadt, am 21. September. Es ist soweit, und zu erklären, was da drin ist, in diesen Verträgen, in CETA, TTIP, TISA, JEFTA und wie sie alle heißen, 20 Verträge, wir werden regelrecht bombardiert, damit wir irgendwie doch mal was nicht bemerken und das dann durchgeht. Und ich habe keine Lust, das immer und immer mehr und immer wieder zu erklären, was noch da alles drin versteckt ist, in diesen Trojaner. Wie oft haben wir es jetzt schon gesagt, hier in Nürnberg, in München, in Berlin, Hannover, Hamburg und. Oft genug geredet, gesagt. Und jetzt wird es doch noch hineingezogen. Da müssen wir aufhören, nur zu sagen, wir müssen endlich was tun. Und das können wir jetzt. Wir, die Bevölkerung Deutschlands, am 24. September, denen, die mitgemacht haben und weiter mitmachen wollen, endlich zeigen, was wir davon halten. Es tun mit unserem Kreuz. Es ist keine große Tat, aber es ist eine sehr wichtige Tat. Sagt nicht nur, tut es endlich, zieht die Konsequenzen und tut das einzig Richtige. Zündet dieses trojanische Pferd endlich an. Geht zur Wahl und zeigt ihnen die Konsequenzen. Vielen Dank.